Hallo und willkommen zurück zu Maestro, Noten der Unsterblichkeit. Ich hab's richtig gesagt. So, wir schauen uns das Wimmelbild an. Ein Ahornblatt. Hatten wir doch schon mal. Kartoffeln. Sind Äpfel? Kartoffeln. Ah, da gibt's keine Kartoffeln. Gut, fängt super an, die Folge. Also, kann sie nichts, ne? Wo ist denn hier Kartoffeln? Das da? Nein. Aber das sind doch... waren doch Äpfel. Ich überlege gerade, ob es sein kann, dass dieses Spiel aus Frankreich kommt. Weil da heißt Apfel Pomme und Kartoffel Pomme de terre. Vielleicht wurde das, eins der wenigen Sachen, die falsch übersetzt wurden. Das weiß ich noch nicht. Naja, denken wir später mal drüber nach. Alles andere ist ja eigentlich super. Naja, wer weiß. Wer weiß. Sterne hatte ich schon gesehen, da hinten. Na hier. Fische. Fische? Garn. So. Da haben wir die Schnecke. Direkt im Salat. Ich muss sagen, wenn ich eine Schnecke im Salat finden würde, würde ich den Salat nicht mehr essen. Könnte ich nicht. Würde mir allein von der Idee schlecht werden. Ich habe Garn. Mensch, jetzt. Jetzt. Brauchst du Garn? Ha! Tatsache. Tadada! Was machen wir denn daraus? Vielleicht jetzt hier? Vor so einem Scherz. Sehr hübsch. Wie schön. Auf dem Baumschumpf befindet sich ein Schwarm von Schmetterlingen. Die pusten wir weg. Ein Medaillon. Eine Ente. Ich muss die Ente irgendwie anlocken. Sie trägt ein Medaillon. Ente, 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 Ente. Also warum wir das Rohr mitnehmen, erschließt sich mir ja irgendwie noch. Aber die Sohle? Ranken verhindern den Sturz der Statue. Anfackeln? Okay. Aber vor allem, ich drücke hier oben und der guckt... Oh, guck mal, hier... Hier sind die Ranken so ein bisschen. Und hier ist so Mörder halt einfach. Moment. Muss mal kurz ein bisschen leiser machen. Guck auch kurz im Menü... Nee, da wollte ich gar nicht hin. Nee, der Ton ist gleich. Naja, wer weiß. Ich empfinde es halt als sehr laut gerade. Mal wieder. Was ist das denn? Notenschlüssel, Noten... Zwei Noten, eine Note? Womit könnte ich hier den Boden fliegen? Mit dem Rohr, mit der Sohle. Naja. Nein, ich habe nicht daran gedacht, dass das funktioniert. Oder daran geglaubt. Die Puppe ist auch sehr hässlich. Ein Wachsiegel. Schleuder. Bücher. Da
Ja, schon wieder der doofe Elefant. Schere. Gürtel. Eine Klinge. Das da? Eine Klinge. Eine Klinge? Also ich hätte das ja noch verstanden. Aber das nimmt er nicht. Vielleicht den Dosenöffner? Nein. Egal, ich gucke erstmal weiter. Eine Feder. Eine Feder. Eine Perle. Eine Lupe. Und ein Foto. Dann brauchen wir Feuer. Streichholz mag er nicht anzünden. Ach doch, da. Und eine Banane. Sogar schon offen. Eine Klinge. Ach, eine Rasierklinge. Na klar, ich dachte ganz einfach, das ist eine Klinge, Alter. Eine Klinge. Da fehlt der Dirigent. Diese Abdeckung ist geschlossen, aber ich kann kein Schloss erkennen. Dann schlagen wir das ein. Oder wir lassen es bleiben. Oh. Hier fehlen Zahnräder. Natürlich fehlen hier Zahnräder. Eins haben wir schon. Schachtel steckt in den Ästen fest mit dem Rohr. Ich hätte die Sohle hingeworfen. Das Fragment fehlt. Hier hast du ein Zahnrad. Okay. Ich hab Bücher. Ah, ich habe Bücher. Ich kann die Bücher auf den Stuhl stellen. Würde ich übrigens niemandem empfehlen, sowas auszuprobieren. Das kann sehr schmerzhaft enden. Marshmallows. Sind das da Marshmallows? Nein. Ah, das sollten doch Eier sein, oder? Ja. Dann fangen wir halt hinten an. Ein Pilz. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, da, Pilz. Würfel. Zitrone. Muschel. Erdbeeren. Zahnrad. Chamäleon hatte ich gesehen, da. Löwenzahn. Und jetzt Marshmallow. Das ist aber kein Marshmallow. Das ist ein Keks. Marshmallows sind weich und weiß. Hm. Das ist der Bär. Naja. Naja.
Wir sind so treffsicher. Der Axt können wir jetzt... das Medaillon an uns reißen. Was auch immer wir damit machen sollen. Ich habe jedenfalls noch ein Zahnrad, aber ich brauche noch ein drittes. Alter, ich habe wieder Zeug. Kein Mensch. Oh, warte, hier fliegt. Nee. Vielleicht mit dem Rohr? Alter, willst du mich... Ich kann gar nicht essen. Das klingt dann wahrscheinlich nicht richtig. Bild... Ah, guck mal hier. Gemäldefragment. Relativ einfach sein, würde ich sagen. Ein Briefbeschwerer. Die Maya ist aber nicht die Löschwiege. Doch. Vielleicht kann man das als beides bezeichnen? Das weiß ich nicht. Ein Kleiderhaken. Vielleicht haben sie mittendrin den Übersetzer gefeuert? Weil der zu gut war und die gesagt haben, Leute, das können wir nicht bringen. Das geht so nicht. Also, mal ganz ehrlich, weißt du, der braucht zu lange, um wirklich zu gucken, wie das richtig heißt. Was anderes tut's auch weg. Ich weiß, das war gerade gemein, aber ne, wenn irgendwas plötzlich schlechter wird... Und es waren jetzt schon in drei Wimmelbildern drei Sachen, die nicht so richtig bezeichnet wurden. Sonst war es immer eigentlich richtig. Das war nicht richtig, sonst war es eigentlich richtig. Ja, nicht, dass wir das Wort richtig irgendwie zu oft nutzen würden. Nein, nein. Eine Glocke. Sehe ich auch partout nicht. Immer wieder von hinten ran. Ein Herz. Aber das wird nicht besser. Doch, da. Ein Apfel. Eine Kette. Eine Mühle. Und die Glocke. Das gibt's nicht. Ich habe geguckt, ob die vielleicht Glucke meinen, aber nein.